ich freue mich auch. Oh, was ich gerade mache, ich bin Rentner. Mache nichts weiter. Sportlich geht gar nichts mehr. Sag ich mal, die Knochen sind hin. Hier oben habe ich meine Schulter. Bisher her kriege ich den Arm bloß noch hoch. Ja, das ist ein Sehnenabriss hier oben. Das kam über Nacht. Ich habe nichts getan dafür. Könnte gar nichts dafür. Stehe früh auf aus dem Bett. Da, was ist jetzt los? Medizin mal Kleberg. Dann wurde ich Union, morgens Union, bin ich zur Chemie mal Kleberg. Und da hat mich der Chemie dann entdeckt. Oder Georg Buscher. Buschner. Nee! Der andere, Günter Busch, so rum. Günter Busch. Der hat mich dann entdeckt oder beobachtet, dann bin ich zur Chemie rüber. Ich glaube, mit 22 habe ich mein erstes Spiel gemacht dann bei der Chemie. Wenn du reingekommen bist, die Tribüne hinterm Tor schon. Weißt du? Man muss erst mal grüßen. Sigi, Sigi! Und da ging es los. Ah, das war richtig gut. Die Tribüne, überdachte Tribüne voll. Ja, es war ein schönes Stadion, war das. Das war meine Welt, kannst du glauben. Richtiges Arbeiterstadion. Nicht wie da drüben hier, bei der Lokschei. Ja, klar. Hier. Herzklopfen gehabt, schön alleine das Stadion da. Bis man sich dann dran gewöhnt hatte. Die Zuschauer dann nicht mehr. Wo sie hinten standen, die Wand, Sigi, Sigi. Einer hat mir sogar eine Schirmmütze gegeben, da haben wir gegen die Sonne gespielt. Hat er mir eine Mütze runtergeschmissen, die habe ich dann aufgesetzt, da waren alle ganz stolz. War schön. Das waren Zeiten. Reingekommen, hast du Gänsehaut gekriegt, ja. Da hast du das Kämpfen gelernt, du. Kannst du glauben. Ja. Nicht bloß Schönheitsfußballer oder was, wie sagt man heute? Schönwetterfußballer. Das ist Kämpfen gelernt. Anstrengend war es, auf jeden Fall. Interessant. Schön mit meinem Walter. Kannst du mal einen schönen Gruß bestellen? Das mache ich. Der freut sich. Normales Torwarttraining, Sandgrube. Na, wie das eben so ist. Sandgrube, rechts, links, hoch, runter. Naja, was du als Torhüter alles so brauchst. Die waren nur feldüberlegen. Da hatte ich so einen rosa Pullover an. Und meine Eltern haben das zu Hause verfolgt, am Radio. Der Mann mit den Krakenhänden, haben sie dann gesagt, der Reporter. Haben alles weggefischt. Da habe ich gespielt wie so ein Mann, ja. Alles gehalten. Vorher Herr Schubert war ja auch Chemie. Der ist dann auch rüber zur Loksche. Der hat auch Chancen gehabt. Na, wie gesagt, haben wir eins gewonnen. Waren wir der Größte in Leipzig. Und die Chemie-Fans, jojo! Das war immer, naja, der Hauptsache Chemie gegen Lok. Dass wir das Spiel gewinnen. Wir wollten immer gewinnen, aber es ging ja meistens nicht. Wo hat er mal den Torwart-Pullover, ja, den Rosa, wo wir eins gewonnen haben? Aus Apolda, glaube ich. Kalli Scheffner, aus Apolda, ich hab was für dich, ja. Der wurde immer größer. Der hing mir dann bald hier runter. Na, das war Wolle. Größe Nummer 1 hinten drauf, rosa. Vergesse ich nie. Bei Meißel hat Bernd Rünzer die ganzen Abstöße machen müssen. Ich konnte nicht mehr. War knetenbreit. So haben die gedrückt. Das ganze Spiel, hoch, runter. Lei, lei, lei. Abstieg, Aufstieg, Abstieg, Aufstieg. Ein Jahr Oberliga, dann kam der Abstieg wieder, Liga. Das Beste war immer der Aufstieg. Aufgestiegen sind da. Da stand, glaube ich, ganz Leipzig hinter uns. Da war ja Lok doch gar nicht so da. Chemie war ja die Fans, weißt du. Dann habe ich einmal Scherbart, den habe ich im Training weggeknallt. Als ich mit dem Ellbogen erwischt, also, haben wir auch Eckbälle trainieren müssen. Ja, Schere kam hoch zum Kopfball, ich raus, buff, er lag flach. Habe ich mich noch tausendmal entschuldigt. Ach, ist doch nicht so schlimm, hat er zu mir gesagt. Weißt du, das war Schere. Aber das erste Mal Standesamt sind darauf gehabt, hier werden die Rode. Was sonst nicht ist. Ja, erstmal wegen Punktspiel. Haben schon gequäkt, alle, die Frauen.
Und dann haben sie aber, ist Kalle Plättner, wie gesagt, hochgefahren, hat das organisiert alles, dass das Standesamt das erste Mal Sonntag aufgemacht hat. Und wir hatten ein Punktspiel. Das war Sonnabendabend, glaube ich, zum Polterabend noch hoch, hier nach Wernigerode. Und Sonntag haben wir uns dann getraut. Kam Kalle Scheffner an, neues Training eingeführt, rund um von Neusch, vom Sportplatz, vom Stadion, bis hin, wo die Pioniereisenbahn fährt. Da an den See rum und wieder zurück. Oh, weil das dran war immer. Da haben wir schön gepumpt. Du. Die Straße lang immer, das hat sich gezogen, bis du dann an dem See warst. Der See ringsum ging ja noch, aber dann die Strecke wieder zurück. Ich war strebsam, ehrgeizig, vielleicht ein bisschen. Kann schon sein, dass sie mich in ihr Herz geschlossen haben, die Fans. Obwohl einmal haben sie mich, da sind wir nach Wernigerode hochgefahren mit dem Zug. Hat man die Kinder noch mit, Mike und Yvonne und die Frau. Saß man im Zug und mich haben sie erkannt. Und ich war zur Lokschrüber, delegiert worden, hieß das ja immer. Da haben sie mich erkannt, eine Traube um mich gebildet, die Frau hatte Angst, die Kinder hatten Angst, aber ich konnte es richten. Ja. Ich habe das ausdiskutiert mit den Leuten, warum ich da rüber gegangen bin, weshalb. Naja, das haben sie auch verstanden. Schön war das. Aber die hatten Angst, die Kinder und die Frau. Die dachten, die kriegen Schläge, aber doch nicht bei denen. Ja, die haben gesagt, die sperren mich ein Jahr. Ich kriege ein Jahr Sperre, ich wollte ja weg aus dem Bezirk. Und dadurch bin ich zur Lokschen noch rüber. Ja, ich wäre wahrscheinlich weggegangen von der Chemie. Sag ich mal. Ach, zur Lok wollte ich ja nicht. Und wie gesagt, das war, hat sich alles überschnitten. Da war Einheit, Wernigerode schon dran. An mir. Da haben sie gesagt, du kommst nicht raus aus dem Bezirk. Und dadurch bin ich so locker rüber. Ich war natürlich, da kam das andere dazu, nicht in der Partei. Mich wollten sie dauernd rein haben. Ich habe gesagt, nein, ich kann meine Meinung so sagen. Hat nur irgendwo nicht gepasst. Dann haben sie mich zur Reserve geschickt. Kommen wieder eine Woche Reserve, hat es noch nie gegeben. Henning Frenzel mit mir zusammen. Haben sie gesagt, ich habe Trainingsnachholbedarf. Schon war ich weg. Da durfte ich noch eine Woche alleine trainieren zu Hause. Die waren schon weg. Olympia, Ruth Wollei, Jakubowski, da ging es nach Moskau, sind die, glaube ich, wo sie Bronze geholt haben. Da sollte ich ursprünglich mit. Aber ich habe eben nicht in ihr Kram gepasst, weil ich nicht da drin war. Der Partei. Ich habe immer gesagt, ich sage, ich kann, ihr könnt alles machen, ich kann meine Meinung auch so sagen. Entweder sie hatten Angst, dass ich abhaue, ja, dass ich wegbleibe, hätte ich sowieso nicht gemacht, dass ich drüben bleibe, durch die ganzen Spiele hier. Genauso Arsenal London, da hast du von außen gedacht, das ist eine Fabrik. Alles so aus Stein, weißt du, und dann bist du da rein, warst im Stadion. Aber die hatten natürlich die Kopfbälle. Wie die Torschüsse, ja. Im Arsenal hatten wir ja bis 10 Minuten vor Schluss, stand es 0-0. Die haben immer weiter gespielt. Und dann haben wir noch drei gekriegt. Und mich haben sie regelrecht abgeschossen. Dann haben sie mich nach Simmerdorf verfrachtet, sag ich mal. Da sollte ich aushelfen, da war ich ein halbes Jahr und dann bin ich hier hoch. Wenn du einmal drin gesteckt hast, lässt du auch nicht los. Ja, wie gesagt, die Spiele verfolge ich immer. Freut mich immer, wenn Chemie gewinnt gegen Lok. Aber wie oft ist das mal, ja, dass sie gegeneinander spielen? Ja, jetzt in letzter Zeit. Gut, Die sind richtig gut. hast du verfolgst das? Beobachte ich, verfolge das. Meine Chemie verfolge ich immer. Die anderen zwar auch, aber nicht mehr so extrem. Ja, im Prinzip ja. Außer, dass ich nicht getürmt bin. Da bin ich sehr zufrieden. Hätte ich auch nicht gemacht. Kinder im Stich lassen und Frau, das geht gar nicht. Im Prinzip, außer der Lok. Ja, gut, ich bin rumgekommen in der Welt, aber. Na, zufrieden ist man nie, sagt man so.
Außer dass sie mich hier Olympiade und sowas alles versaut haben. So war das. Auch Chemie war besser. Von der Sache her. Nee, das ist keine Ausrede. Zusammenhalt, das war alles viel besser.